Nein! Ich höre dran, also. Genau. Dann hau du mal gleich mal hier Hallo und so einen Scheiß raus. Ich hau ein Hallo raus an alle. Hallo. Oder über den Ellenbogen. Über den Ellenbogen, hallo, ja. So. Hallo Leute, zurück zu Styx. Wir haben die erste Mission gerade geschafft und trauen uns gerade nicht auf Fortfahren zu drücken, ohne die Kamera laufen zu lassen, weil höchstwahrscheinlich gleich eine Zwischensequenz kommt. Ich drücke auf die Kreuztaste. Die Kreuztaste? Ja, wir haben gelernt. Es folgt ein Ladebalken. Styx Unterschlupf in Toben. So, lesen Sie bitte vor. Das war fast zu leicht. Na, wird man das jetzt so sehen. Gott, das war so leicht. Das Spiel fickt uns einfach gerade so hart. Styx hat alle Schatullen mit dem Sold der Wachen gestohlen, bevor er sich zu seinem Auftraggeber Efron aufmacht, um seine Belohnung einzustreichen, entschließt er sich zu einem kleinen Abstecher in seinen Unterschlupf, der sich in einer entlegenen Ecke Tobens befindet. Also Leute, viel Spaß jetzt bei unserer Beobachtung zum Skillbaum. Vermute ich jetzt mal. Ja, vermute ich jetzt auch mal. Also, das Witzige geht's. Ist, jetzt kommt eine Sequenz. Ich wollte es noch was sagen. Good old hideout. Some may find the decoration a little crude. I got all the comfort equipment I need right here. Let me show you around, my friend. So, was wollten Sie sagen? Ich wollte sagen, eigentlich dürfte ja gar keiner mehr großartig den Sold vermissen, oder? Also ich meine, ja. Sind alle Soldaten sind tot. Ja, das Geile ist, das ist doch... Alter, guck mal, da haben wir unseren Kopf reingemeißelt. Oh, stimmt, Alter. Ein riesen Styx-Kopf, der ist aber ein bisschen selbstverliebt, der Kerl. Ja. Wer hat das gemacht? Ich frage mich auch die ganze Zeit, wer die Betthöhle gebaut hat, aber die, alle, die mitgearbeitet haben, in Anführungsstrichen, müssten ja danach getötet worden sein. Ein guter Kumpel von mir, ich glaube jedenfalls, dass... Ach nee, Quatsch, das warst du. Ja? Du hast immer gesagt, dass der Batman... Oder warst du das, oder war das ein anderer? Weiß nicht, red weiter. Es ging darum... Where my experience allows me to become even more badass. Yeah, yeah, Fertigkeit. Badass. Es ging darum, dass es hieß, dass Batman und Robin deren Credo verletzt hatten, niemals jemanden zu töten, weil die ja anscheinend für diese Betthöhle sowas von viele Sklaven gebraucht haben und sie danach alle töten mussten, damit keiner mehr davon erzählen konnte. Das war nett, aber das ist eine gute Theorie. Ja, das ist, dann ist es die Theorie von einem guten Kumpel von mir. In irgendeinem Comic ist, glaube ich, aufgezeigt, dass der ursprünglich mit dem Alfred wirklich die uralten Höhlen nach und nach aufbaut, aber man braucht trotzdem Helfer, um die ganzen Stahlträger da reinzubringen und pipapo. Genau. Aber wir machen jetzt mal hier Fertigkeiten mischt, oder? In dem Punkt mal einen kleinen Gruß an Ben raus. Hi! Falls er zuschaut, weil die Theorie kam dann doch von ihm. Auf jeden Fall 440 Fertigkeitspunkte. Leck mich, machst du die kostet eine Fertigkeit? Alles rausbauen. So, was haben wir denn? Wir haben Heimlichkeit, Töten, Alchemie, Klonen oder Wahrnehmung. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ein bisschen auf Töten oder so. Mal kurz. Also ich finde jetzt Töten, Heimlichkeit und... Also vor allem Heimlichkeit, ja. Das Spiel ist ja echt brutal. Schauen wir mal kurz rein, was da gibt. Hier immer Willensstärke, bla bla, Konzentration, Menge an Goldharz und so weiter und so fort. Brauchst weniger Goldharz sozusagen, oder was? Damit unsichtbar kann er länger unsichtbar bleiben. Klar, so. Wenn Styx unsichtbar ist, versucht er keine Geräusche mehr und kann daher unbesorgt rennen, ohne Angst zu haben, dass seine Gegner... Du bist schneller unterwegs, cool, ja? Mann. Die Unsichtbarkeit wird mittels Berührung an den Gegnern weitergegeben. Es ist unsichtbar, während er getötet wird. Ah, wie geil, du kannst unsichtbar packen und dann bleiben die unsichtbar, wenn du sie tötest. Aber kann weiterhin gehört werden. Okay. Auch eine Leiche, die Styx während seiner Unsichtbarkeit trägt, ist unsichtbar. Das ist aber krasse Fähigkeit. Ja, Mann. Anstrengende. Die Styx unsichtbar macht, sind lautlos. Okay, das ist dann noch was Verbessertes sozusagen. Das ist dann interessant. Ultimative Fertigkeit. Erlaubt es dir entweder eine eigene Unsichtbarkeit oder eine Verbindung erheblich zu stärken. Aha. Was haben wir da auf der anderen Seite? Katzenwesen. Aha, dann ist er auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt erstmal nicht so interessant, muss ich sagen. Wenn Styx sich unsichtbar macht, beginnt sein Goldharzverbrauch nicht nach 1, sondern nach 3 Sekunden. Somit kann er länger unsichtbar bleiben. Das ist halt schon wieder cool. Bei Tötungsaktionen am Boden, aus der Luft und aus der Deckung heraus werden deutlich weniger Geräusche verursacht. Ah, da sieht man, warum so viele Fertigkeitspunkte haben. Guck mal, die kosten 200. Die kosten immer 100 und 260, ja, genau. Bla bla und so ein Scheiß. Da gehen wir mal kurz in das Töten rein. Droht von oben, das ist auf jeden Fall eine ziemlich geile Fähigkeit. Langfinger, damit der Gegenstand der Opfer
Ah, das heißt, beim automatischen Töten musst du nicht vorher klauen, sondern kannst schon wirklich töten, dann kannst du den Gegenstand automatisch. Der wird direkt entwendet. Ja, das ist schon mal cool. Elite-Werfer. Genauigkeit von Stick verbessert sich, seine Reichweite vom Wurf, Waffen und anderen geworfenen Gegenständen erhöht sich um 5 Meter. Das heißt, du kannst einfach weiterwerfen, okay? Das ist nicht schlecht. Predator! Sticks kann einen Gegner töten, der an seinem Versteck wie etwa einem Schrank oder einer Truhe vorbeiläuft. Dabei lässt Sticks das Versteck und macht Platz für die Leiche. Ah, das heißt, der zieht schon rein und... Genau. Okay, das haben wir erheblich verbessert. Und hier haben wir eine Verteidigungstechnik, mit der Sticks Angriffe von Gegnern einfacher parieren kann. Das ist schon mal gut, falls es mal die Kacke am Dampfen ist. Ja. Nur in den beiden niedrigsten Schwierigkeitsreihen, Gott sei Dank, halten wir uns da drin auf. Mhm. Und wir verkacken trotzdem hart. Mit dem Kopf voran, die Rollen von Sticks sind wirkungsvoller beim Ausweichen von Angriffen. Haben wir bisher noch nicht bemerkt, dass man überhaupt ausweichen Rollen, kann. Rollen, welchen Knopf? Aber ich glaube, das war auch schon wichtig damals. Okay. Bei so manchen Gegnern. Feinstofflichen Zustand einnimmt und zu dem Angriff ausweicht. Ja, also ich glaube, das ist so eine Bananenübersetzung. Ja. Der Tod von oben finde ich schon mal ganz cool. Ja, schauen wir mal kurz weiter, was haben wir sonst noch? Nur mal kurz durchgucken. Alchemie, bla bla. Nur mal kurz die Überschriften lesen. Giftpfeile herstellen, Säurefallen. Da kannst du halt das ganze Goldharz durch. Bla bla. Dietriche kannst du herstellen. Auch noch irgendwie interessant. Hier kannst du generell eigene Goldharztränke herstellen. Okay. Säurelösungen herstellen. Alchemistenklub, bleibt Kleidung, Vorteil, kann überall Gegenstände fertigen, das heißt, du kannst... Aber braucht diese Dinger nicht mehr. Und Sticks Fuße beim Rennen und Rollen mehr Geräusche. Okay. Okay, was haben wir denn hier kurz in der Wahrnehmung? Das ist jetzt Klon. Guck. Was? Du bist gerade im Klon. Ah, Klon, Entschuldigung. Formel zur Herstellung eines Kokors für den Klon. Es handelt sich um einen Kokor zum Werfen, um einen Klon weiter weg zu erschaffen. Achso, ja. Wiedergeburt. Sticklösung. Achso, das heißt, du kannst den Klon nur hinstecken und dann tauscht er sozusagen sich aus und kommt er wieder raus? Oder wie verstehe ich das? Ja, also du kannst zum Beispiel mit diesem Werfen, wirfst du den Kokon irgendwo hin, wo du vielleicht gar nicht rankommst. Und dann machst du hier. Und dann wechselst du. Ja, du kannst ja generell mit dem Klon wohin. Oder du versuchst mit dem Klon irgendwo hinzukommen, wo es riskant ist, und wenn du durchkommst, kannst du dann wechseln. Bei Verwendung fähiger Wiedergeburt wird die Hälfte von Sticks Lebenskraft wiederhergestellt. Aha. Blabla, lebensrettender Klon, bei drohender Lebensgefahr löst Sticks instinktiv auf und wird vom Körper und Klons, blabla, also hast du doppeltes Leben sozusagen, wenn du stirbst. Dichter Rauch, Rauchwolke, giftige Partikel, rauchender Tod, so. Blablabla, Wahrnehmung. Das mit dem rauchigen Tod ist natürlich geil, du schickst einen Klon rein, und wenn er dann niedergemetzelt wird, dann entsteht ein Rauch. Und in dem Rauch, das ist dann wie so ein Säurerauch, also sprich, die Wachen rennen hin, töten ihn und werden also dann hier getötet. Ja, schon verbesserte Vision, siehst halt weiter. Sechster Sinn, nimmt die Gegenwart von Gegnern wahr, wenn er sich in der Nähe Sichtfeld befindet, so kann er einfach, auch ohne Goldhaus-Vision oder was? Ja, genau. Geruchssinn, Geruch von Gegnern wahrnehmen, letzte Bewegung, also da siehst du die Laufwege wahrscheinlich von denen. Mhm. Fokus, bababam. Deutlich hören. Gegenwart von Gegenständen, die sie nicht sehen können, das sieht schon auch nochmal mehr. Schnüffelnase, Wahrnehmung von Entfernung. Bababam, auch nochmal ein bisschen mehr Helligkeit, Schrittgeräusche. So, jetzt machen wir mal, würde ich sagen. Also, ich finde, das sind die ersten zwei, also einmal den ersten jetzt, töten, den finde ich ganz gut. Und dann den auf jeden Fall, oder? Fast besser nicht. Besser parieren können, weil das ist halt immer so. Ich finde eigentlich den anderen fast noch. Das Langfinger. Nee. Das oben bei Heimlichkeit, den finde ich eigentlich noch ganz cool. Ja. Weil das verbraucht, glaube ich, drei oder vier verbraucht es an beiden. Ich würde das mal beide erste machen, oder? Dann lernen. Warte, ich muss mal drauf bleiben. Kannst du dann wieder verlernen? Sehr cool. Die Frage ist. Umskille. Ja, aber die Frage ist halt, was du wiederkriegst dann. Ob du denn das, was du rein investierst, das wiederkriegst. Und das können wir eh nichts mehr machen. 120. Da hört es auf, also machst du so ein 300, 170. So, 150. Lange haben wir geguckt, brauchen wir uns demnächst auf jeden Fall nicht mehr aufhalten, was wir skillen werden. Hatte ich eigentlich einen Timer gestartet, Alter?
Natürlich bestimmt wieder nicht. Aber das sind 12 Minuten rum. Nicht. Das waren genau 23 Uhr, würde ich sagen. Dann mache ich noch 12 Minuten. Ach, wir und unsere Timers. Ach, Leute. Fertigen kann man wieder was machen. Kann man wieder hier ein Pfeilchen herstellen oder einen Trank. Würde man beides auf 2 lassen, erstmal, oder? Hätte ich auch gesagt. Jetzt sammeln wir erstmal alles ein, was wir hier noch so finden. Ein Weil Trank da finden wir nämlich einen Trank. Ausrüstung. Aha, Dolche. Was? Ah, da sehen wir, was wir tragen. Ah, das heißt, wir kriegen eventuell bessere Dolche oder bessere Ausrüstung, als zum Beispiel das komische Kluft da oder so, kann man tauschen wahrscheinlich. Cool. Hier können wir eine Mission wiederholen machen. Und das hatten wir ja schon ein paar Mal. Falls man das einsammeln will oder so ein Scheiß. Jetzt gehen wir mal weiter, oder? That's all well and good, but I got a contract to finalize with that salty. So, bla bla bla. Die Stadt der Diebe. Es ist Zeit, dass sich Six seine Belohnung von Efron holt, für den er alle Schatullen mit dem Sold der Wachen gestohlen hat. Der Gauner erwartet ihn in einer alten, verlassenen Taverne. Sie befindet sich in einem Teil von Toben, der von der Gilde kontrolliert wird. Eine Miliz, die mit eiserner Hand über den Handel herrscht und diese dabei auch gerne weit aufhält. In der Gegend erzählt man sich, dass die Gilde heute Abend das Flugschiff des Gesandten Arsidi beladen soll. Das ist ungewöhnlich, da sein Flugschiff bereits vor wenigen Tagen Fracht an Bord genommen hat. Dem. Die Storytelling hätte ein bisschen besser sein können. Aber gut, ich würde sagen, das ist halt immer noch so ein bisschen die Einführung in die Story momentan. Ja. Schön. Triff dich. Mit dem guten Herrn Elrond McBong. Wer hätte dich denn gefragt, Pussy? Ganz ehrlich, guck dich mal an mit deinem scheiß Bart. Warum ist der so lang? Sind da Titten drunter oder was? Now it's just a wet, stinking shanty town for scumbags. This vessel belongs to Ambassador Arsidi. It's about the only thing still in working condition in Thoban since the Green Plague. I wonder what goodies are inside that thing. But for now, let's focus on me getting laid. Paid. Getting laid, paid. Ah, die englische Synchro ist schon geil, ne? Ja, Mann. Könntest du bitte das Glas über das coole Ding? Und da liegt was, ist was. Nehmen. Another fucking eins von 11. Poster. I'm gonna tidy this place up. I always hated ads. Also wird das so eine Sammel, jedes Mal ein bisschen was anderes. I sind die always Elfen. Hated ads. Ich hab schon immer Werbung gehasst. Ja. Aha. Rutschen eigentlich? Was? Ah, runtergleiten, halten. Da steht's. Ganz dick und ich lese noch. Da ist er doch schon. Das ist einfach nur eine Hinlaufmission, oder? Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Meine Damen und Herren, eine Hinlaufmission. This district used to be as busy as a whorehouse on payday. Aber ich find's witzig, wie ihm diese grüne Plage, wofür er eigentlich verantwortlich ist, einfach einen Scheiß interessiert irgendwie. Ja. Man merkt so richtig, dass es ihm eigentlich echt Wurst ist. See you next time, Stitch. What? Did you get something?
Oh shit. Alter, das ist, glaub ich, so eine Anti-. Carnage, ja. Schlechter. Jetzt mal, glaub ich, mal. Hat er uns verkauft, der Wichser? So ein Wichser? Und weg sind wir. I've got a deal for you, Goblin. My name is Styx, human. So you speak our tongue? Yeah, and I can also cut yours out. You speak to Captain Heledrin with respect. What's the deal, Captain? I want you to steal an ambassador's scepter. There'll be 10 times more if you help me, Styx. 10 times, huh? Also 10. The ambassador must be snug up there in his flying palace. So either I gotta learn how to fly, or I gotta find a way to get on board the airship that just arrived. Then I'll just have to sit tight until it joins the rest of the fleet. Uhr drauf. Auf was? Da drauf. Ich war gerade leicht verwirrt. So, jetzt müssen wir zu dem lustigen Flugschiff kommen, weil die Leute uns jetzt gerade einen Deal an Bord haben, aber plötzlich aus dem Nichts verschwunden sind und hätten nicht mal gesagt, ob wir zum Schiff kommen müssen. Was ist das für eine Scheiße? How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. Tada! It's gone. Oder? Zack, plötzlich, jetzt sind so hier. Also, ich find's auch ein bisschen eigenartig, dass es so in mir nichts, hier nichts geht. So, ey, hier, mach mal. Ja, ein bisschen ist es auch. Ich will kann man das nehmen, ne? Nee. Ich würde ich gern pfeifen, aber. Nee, das sind zu viele. Das sind schon arg viele. Ah. Da ist der eine schläft, das heißt, wenn der eine da hinten nicht unbedingt gerade guckt. Drehe ich nicht um. Weil wenn der. Ah, der guckt in die Richtung, der guckt in die Richtung. Hm, könnte ich den doch mal entspannt hier. Der Linke hat auch was am Gürtel, ne? Ja. Oh fuck. Oh verdammt. So, nochmal parieren. Ja Mann! Gib ihm! Oh. Läuft! Das war gut. Das waren Reflexe. Ah! Ich glaube, der hat den Scheiß sogar noch dran. Oder? Nee, ich glaube, das war bloß wieder so eine Scheißlampe. Ah, okay. Ach, fuck off, immer Mann. Diese scheiß Gürtellampen, ey. Das sieht halt immer aus wie Goldharz. Es ist die Frage, ob wir uns kurz heilen ja, oder dann trinken. Krank und sammeln den anderen ein. Der hockt da nur. Oh Mann. So, jetzt trinke ich den Trunk. Die Steuerung ist noch ein bisschen komisch mit dem Menü. Mit dem Menü, ja, aber ich will auch immer nach oben drücken, anstatt nach unten. Irgendwie. So, wie rollen wir denn eigentlich? Roll ich eigentlich mit Kreis? Ne, roll ich mit Dreieck? Nee. Guck mal in die Steuerung rein. Schaut, muss man mal kurz in die Steuerung gucken. Interagieren, bla bla, springen. Rolle R1. Ah, da. Interessant, haben wir wirklich tatsächlich noch nie gedrückt. Ah, okay. Gut. Wissen wir das auch. Können wir auch. Haben wir schon 3 von 3. Wir sind voll voll. Und ich renne schon wieder. So. Da liegt was. Da ist wieder so ein cooles Einsammelgedöns. Eine Fackel zum Ausmachen. Ja, können wir aufschließen mit Dietrich. Ist die Frage, ob was drin ist, ne? Oder ob man anders reinkommt. Da oben ist ein Seil. Von oben. Ja. Und da ist. Also oft kommt man halt Küste wirklich. Und Gott, wie sie sehen sie nichts. Wegen was sind da überhaupt denn? Also wenn, dann würde ich gucken, ob man irgendwie ja. Von oben reinkommt. Ja. Weil das ist ja irgendwie oft so, dass man von oben reinkommt, aber ja. Genau. Das sind 2. Oh, wie machen wir das jetzt im Dümmste? Wo nach oben? Okay, gibt's nichts. Ja, dann latscht er den vorbei. Muss ja nicht unbedingt killen. Ja, steht aber. Oh Gott, das ist auch nicht gut. Da sind wieder 2. Ja. Guck, dreh dich mal um. Da. Okay. Ja, du kannst aber hochklettern wahrscheinlich. Wo denn? Da. Da, das Ding. Oh, total. Oh, da ist so ein komisches Fass. So.
Da komme ich von oben rein, aber muss ich genauso aufschließen. Da links ist noch ein Seil. Da komme ich wahrscheinlich runterrutschen. Ich springe jetzt da mal einfach rüber, kann mir nichts passieren. So. Tada. Und wir sind drin. Oh, so viel einzusammeln. Und. Das ist jetzt immer noch. Uns hat oft unsichtbar gemacht, so gesehen. Wie mache ich das eigentlich nochmal? Auf L1 drauf bleiben? Du musst hier in die. Da, Dane. Die, genau. Ah, das ist jetzt. Und dann Viereck, um unsichtbar zu werden. Ups. Der schafft sich da drin umzudrehen, würde mich interessieren. Also gibt's ja alles. Hey. So, jetzt kann man was basteln. Wollen wir uns noch so einen Pfeil basteln? Jo. Weil der haben wir auf jeden Fall mal 3, ne? Also guck mal, so Alchemie ist eigentlich bestimmt auch nicht. Bis jetzt kann man wirklich aus dem ganzen Scheiß nicht wirklich was basteln. Den Rest musst du halt alles lernen im Alchemie. Ja, sei ja. Ja, dann rushen wir durch, kriegen wir mehr XP. Der haut ab. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Oh Gott, Junge. Boah, das ist fast gesehen, ey. Geh weg. Kann ich den da über die Kante ziehen? Weiß ich nicht. Probier's aus. Gut. Ja. Nein! Oh, schnell zu dem anderen, schnell zu dem anderen. Das, oh, nee. Vielleicht ist ein ganz anderer. Stand noch mit Rücken. Ja, ich weiß. Jetzt nicht mehr. Kann ich immer töten? Ja, lehn dich an, lehn dich an. Ja, ganz komisch, gell? Dass da einer liegt. Nein! Nein! Where is he? Scheiße. Oh, fuck! Du Wichser! Du kriegst jetzt einfach mal einen in die Fresse, weil du uns verraten hast, Penner. So. Mann. Ja, jetzt sind natürlich alle in Alarmbereitschaft, das ist natürlich echt kacke. Ja, mir spielen wir da einen Scheiß zusammen. Ich. Da liegt was zum Nehmen. Wo? Grau. Grau? Da steht doch Nehmen. Wo steht da Nehmen? Guck mal geradeaus. Das da, ach so. Oh, da liegt was. Ich denke die ganze Zeit, wo ich stehe da irgendwie. Sind wir da end? Okay, ja, gut. Können wir das außen rum oder klettern wir noch? Nee, klettern noch. I may climb on roofs and scale walls, but you won't catch me wearing a stupid white tabard with a hoodie. Assassin's Creed Verarsch! Ja, in man. Your face! Geil. Und da klettern die auch noch rum. Sehr geil. So, ist die Frage, wollen wir hier mal schön Schnellspeicherung, hätte ich gesagt, oder? Generell einen normalen Speicherstand, hätte ich gesagt, und dann... Ja. Machen wir hier schön winke, winke. Die ganze Zeit das Mundstück im Gesicht. Schön für dich und das Gesicht, wollte ich gerade sagen, und das Kissen im Gesicht auch mehr oder weniger. Mundstück, Gesicht, also ich habe bestimmt die Hälfte von einer Folge dein Knie im Gesicht. Das ist auch okay. Das ist ein schönes Knie, finde ich. Also, wir haben gespeichert. Wir machen demnächst weiter.